1840. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es gibt ein paar Neuigkeiten mit dem Golf. Ich habe einen Kabelbaum gefunden. Genau dieser Stecker. Hier muss ich mich auf jeden Fall bei euch bedanken. Voll viele haben den Link geschickt und gesagt, Yunus, das ist dieser Kabelbaum, den du brauchst. Hammergeil. Wir sind jetzt gerade dabei, bei dem ML die Leisten zu lackieren, die Türleisten und die Schweller zu lackieren. Scheibenwerferreinigungsanlagenabdeckung, die mir Kasen geschickt hat. Schöne Grüße hier an Kasim auf jeden Fall, ASA Performance und dann diese Abdeckung. Habe ich soweit ready gemacht, bis wir die lackieren. Sadri kommt aus der Lackierkabine. Und ja, ist schön geworden. Der liebe Furat und der Sadri haben mir geholfen. Und Sadri, morgen wird der lackiert, ne? Ja, morgen wird's lackiert. Du weißt ja auch welche Farbe, ne? Nicht so ganz. Dantona hier. Ja, ich sag Dantona, D-Toner. Dantona, ja. Das ist mein S3. Allererstes Projekt, den wir gemacht haben, der ist eigentlich fertig. Ich muss da nur neue Kupplungssatz, hat mir allerdings geschickt, der Donkitec geschickt. Na, viele haben immer gefragt, Yunus, was ist das eigentlich für eine Kabine da hinten? Kleine Story, es war meine Lackierkabine, ich hatte Untermieter gehabt. Diese Untermieter haben wir uns quasi vor 7 Jahren getrennt. Dann habe ich das komplett aufgemacht, damit ich das hier vergrößere und so weiter. Habe ich auch alles gemacht. Und seit 7 Jahren ist diese Halle unbenutzt. Ich selber lackiere ja nicht, aber wer weiß, langsam kriege ich aber Lust zu lackieren. Und ja, oh, ich habe nur eine Stelle angemacht. Warte, die andere Stelle muss ich jetzt auch an. Wenn einer hier von Nexen und so ein paar Dinger möchte, ich glaube, das ist von Dunlop oder so. Keine Ahnung. Kann mich ja gerne anschreiben, wenn das einer für seine Halle haben möchte. Kann er mir mal Bescheid geben, keine Ahnung. Seit ich die Halle hier habe, also was heißt, seit ich die Halle habe, seit die Lackierer hier draußen sind, habe ich eigentlich hier gar nichts mehr gemacht. Aber ich überlege echt, dieses Ding wieder in Stand zu setzen. Das heißt, hier einmal komplett aufräumen. Hier sind natürlich von den ganzen Projekten die ganzen Sachen. Da möchte ich das, auch gar nicht zeigen. Ey. Okay, komm, ich zeige euch das. So, die ganzen Projekte. Dann gab es noch die Sachen, boah, ich wusste gar nicht, dass ich die noch habe. Cool, jetzt weiß ich es. Noch Rostlöser, hier jede Menge. Cool, wusste ich auch nicht. Was ist das? Das ist WD-40. Keine Ahnung, was da ist. Also, wer Interesse hat, ich habe 3 solche Felgen, 19 Zoll von meinem M3. Einer ist defekt, also 3 kann er nutzen, einer ist defekt. Wenn einer Interesse hat, kann sich ja gerne bei mir melden. Dann habe ich natürlich mein Schmuckstück hingestellt. Und mein Schmuckstück ist ein E46 M3. Das ist ein US-Modell. Und hier, nein, ich mache nicht Jasmin nach. Schöne Grüße an Jasmin. Und nicht, dass ihr denkt, ey, jetzt hat er noch ein M3 wie Jasmin. Diesen Wagen habe ich schon ein paar Jährchen. Der steht auch hier, der wird auch kaum gefahren. Das ist ein dickes Lenkrad. Aber letztens habe ich so einen Spruch gehört. Also, ey, no hit, no hit, no hit. Ich habe es nur gehört, ich fand es so lustig, wenn dein Lenkrad dicker ist als dein Bizeps. Krass, wie kommen die auf sowas? Ja, den M3, den hole ich ja auch bald wieder raus. Der wurde komplett lackiert, der war Silber, der wurde komplett lackiert. Und ja, es ist ein echter M3. Ist ein US-Modell aber. Den habe ich mal damals mal gekauft, sehr günstig. Und ja, habe den fertig gemacht, der hat den komplett. Der hat einen Totalschaden gehabt hier an den Seiten hier. Und dann habe ich den gemacht. Ne, natürlich mit einer geilen Soundanlage hier. Oldschool, natürlich Oldschool. Das darf nicht fehlen hier. Bass und so. Ja, der wird glaube ich nicht anspringen. Mit den originalen M-Felgen, aber nicht die originalen von dem. Das ist der Dings. Vorgänger. Ja, sonst auf jeden Fall komplett matt lackiert das Ganze. Hier hat den kompletten Schaden gehabt. Hier war der komplett durch. Ja, da erkennt man nichts. Die Originalteile wurden alle noch behalten. Ja. So, warum ich das Video mache? Ganz einfach. Es wird wieder darum gehen, dass ich diese Lackierkabine, diese komplette Lackierkabine wieder einfach leer mache. Sauber machen, weil da funktioniert alles. Ne? Wir haben Abzugshaube, ja, okay, den Filter und so müssten wir vielleicht, wobei der war ja nicht offen.
Der war ja ganze Zeit zu, okay, aber manchmal war ja schon offen. Es kann sein, dass es ein bisschen staubig ist, aber das müssen wir eigentlich sauber machen. Das ist einmal alles runter, einmal sauber machen, wieder rein. Und dann habe ich das Gute, ich bin nicht mehr angewiesen auf andere. Natürlich ist das schön, wenn der Bruder mir und so hilft, aber das Problem, die haben auch immer viel zu tun. Und ich möchte die auch einfach nicht nerven und sagen, hey Bruder, na jetzt wieder, ich habe wieder Sachen da, die haben viel zu tun. Ich halte die nur auf. Und das muss nicht sein, habe ich gesagt. Ich werde einfach meine Lackierkabine wieder ready machen. Viele Sachen, was ich hier eigentlich alles raushauen könnte. Vielleicht mache ich das ja auch mal. Wer weiß, vielleicht werden wir den CL auch hier einfach mal lackieren. Wenn es jetzt nicht lackieren ist, dann machen wir es folieren. Na, und ich überlege dann wieder hier den einen oder anderen Projekt einfach hier zu lackieren. Na, was sagt ihr denn bei dem CL? Was würdet ihr bei einem CL machen? Sollen wir Low-Budget-Lackierung machen oder Low-Budget-Folierung machen? Also beides wäre auf jeden Fall interessant, aber da müssen wir sehen. Ich bin für beides auf jeden Fall offen. Beides wäre auch geil. Das ist natürlich mein Schmuckstück, den verkaufe ich auch nicht. Ne? Ich habe sehr viele Anfragen bekommen, aber der ist unverkäuflich. Ich habe zwei Autos, die ich niemals verkaufen würde. Dazu gehört einmal dieses hier und der Lupo GT, den würde ich auch niemals verkaufen. Ah, der ist süß. Das ist die geilste Antenne, die ihr für E46 Cabrio holen könnt. So nebenbei. Ich überlege, wieso jetzt ein, zwei Wochen zuzumachen. Dann werde ich höchstwahrscheinlich das in Angriff nehmen. Der S3 machen wir fertig. Das ist der ML. Das ist der CL. Das sieht so hoch aus, der CL. Ne? Warum sieht der CL so hoch aus hier? Lupo GTI, da hatte ich ein Video gedreht, aber der wird höchstwahrscheinlich Sonntag erst kommen. Dass wir den machen. Aber ich danke euch nochmal, ehrlich. Riesen Dankeschön. Ihr habt erstmal einen richtig geilen Kabelbaum für mich sofort gefunden, ehrlich. Ich habe mich dumm und dämlich gesucht und ich habe es nicht gefunden. Was sagt ihr zu dieser Idee, dass wir die Lackierkabine einmal komplett rausholen und die Lackierkabine einmal komplett fertig machen? Was sagt ihr dazu? Schreibt mal bitte in die Kommentare. Und ja, bleibt gesund auf jeden Fall. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kraft-Tutzi.